You wanted to speak with me, Admiral. Ah, yes. Tell your men I want no slip-ups this time. The demonstration shall proceed flawlessly. Am I understood? Yes, of course, sir. They'll be ready. Good. Carry on. Rebel fighters are in range, my lord. Sigma Squadron stands ready, awaiting your command. Very well, Admiral. Engage the rebels. Nothing on my scanners, Commander. Copy that. Gen to patrol. Doesn't seem to be anything out here. I think this sector's secure. Let's take one more pass and get back to base. I hear you. And let's make it quick. I don't want to stay out here a second longer than necessary. What's the matter, Till? Don't tell me a hotshot pilot like you is afraid of a Dryden triangle. No. I'm not saying I believe in ghost ships or anything, but... You've got to admit, there's been a lot of unexplained happenings in these parts for the last 40 years since the Battle of Dryden. I mean, how can so many... Ken, what are you doing? Watch it! Rebel control, emergency, we're under attack. Can you read us? Is anybody out there? As you can see, Lord Vader, the units perform admirably. In fact, I think the whole project has proved quite impressive. Why, in a few years... What I see, Admiral Song, is just another one of your endless tests. I will not be impressed until I have, under my command, the full power to crush the Rebel Alliance. So, und damit ein herzliches Willkommen zum Quasi-Remake-LP von Rebel Assault 2. Dem ersten Kandidaten meiner geplanten Qualitätsoffensive wurde ja etwas öfter gewünscht, das gute Stück. Allerdings werde ich das Ding nicht 1:1 aufnehmen, so wie ich es früher gemacht habe. Es tut mir leid, ich muss mal kurz den Vorspann abbrechen. Ich werde mal einfach in die Optionen gehen. Ich habe hier die englische Version mir mal geschnappt, das heißt jetzt englische Wortlaut, englische Sprache. Habe ich bisher auch noch nicht gespielt, nur mal in der Demo vor ja, fast 20 Jahren, als das Spiel rausgekommen ist. Wahrscheinlich war es so eine olle PC Games Demo-Disc, ich habe keine Ahnung mehr. Und jedenfalls ist das der eine Unterschied. Der zweite Unterschied wird sein, dass ich das Spiel versuche, und ich sage mit Absicht versuche, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Ich befürchte, dass es zum Teil sehr in die Hose gehen wird. Ich werde mich bemühen, dass ich das hinbekomme und halbwegs schaffen werde. Mal schauen, es ist schon lange, lange her, seitdem ich das gespielt habe. Das letzte Mal tatsächlich, als ich das erste LP dazu gemacht habe, was jetzt, ich weiß gar nicht, auch schon fast 2 Jahre her ist, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich werde mich bemühen und mal schauen, wie weit ich komme. Und ich würde sagen, wir fangen mal gleich an. Starten das Spiel, wir müssen neuen Piloten erstmal machen. Und zwar habe ich letztens, glaube ich, habe ich Beginner gespielt, ich weiß gar nicht. Standard, Novice, soll ich mal Standard probieren? Ich weiß nicht, probieren wir es mal. Ja, Standardpilot heißt es mal einfach. Nein, wir nennen uns jetzt einfach mal, natürlich, Quinn. Und erste Mission, das Dreiten-Dreieck, so heißt das. Make it out, Commander. Hailing vessel, repeat your message. We read you, but you're breaking up. Repeat. This cargo vessel, Corellia Star. We are under attack from Imperial fighters. Clear information is vital to the Alliance. The Empire has hidden my... new weapon. Darth Vader continues to destroy the Alliance. Repeat your message, Corellia. We're under control. We haven't...
guys! They're boarding us! Okay, kid. Stay sharp. Watch your scanners for Imperial vessels. Too late, they've already seen us. I'm picking up a Womp Rat's nest of TIE fighters at 042 Mark 3. They're headed our way. Copy that. Switch to attack mode. Clear to 229 Mark 4. Los geht die Action. Ich muss mich gerade ein wenig konzentrieren, bis wir da reinkommen, weil ich gerade merke, dass die Thais in den höheren Schwierigkeitsgraden eine Menge mehr abkönnen. Aber richtig viel. In der Tat kommen die zu schnell für mich rein. Das merke ich nämlich auch gerade. Ich bin ein bisschen überfordert. Oh, wenn das so weitergeht, da können sie auch heiße Zeiten erwarten. Das war das immer so ein Spaziergang. Und wir müssen die Corellias da finden, die von imperialen Schiffen angegriffen wird und wichtige Neuigkeiten anscheinend hat über eine neue Bedrohung für die Rebellenallianz. Wie ihr sehen könnt, sind das alles vorgerenderte Videos. Und es ist eigentlich nur eine Art Rail-Shooter, das Spiel. Cool ist, wir nähern uns tatsächlich dem Planeten da hinten, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, wir haben es geschafft, die erste Mission. Hui! Och, ging doch ganz gut. 98% Treffsicherheit. Stay alert. We lost a patrol in this sector 3 days ago. I've also got a funny feeling about those TIEs we encountered. I know, me too. There's no way they could have gotten from the freighter to us so quickly. Maybe it's true what they say. Now don't start telling me any phantom fighter tales. Jeez, you farm boys will believe anything you hear. Wait. I've got a fix on an emergency distress beacon. It's on a civilian channel. It might be the Corellias. Where'd they come from? Rookie One, do you copy? Are you all right? Rookie One, come in. Can you hear me? I'm still here, but I'm in bad shape. I can't hold it. I'm going down! Eject, kid, eject! Kapitel 2. Die Corellia ist da. Abgestürzt, geht's weiter. Und wir haben augenscheinlich die Position gefunden, der Corellia Star. Sie wird bewacht, so wie es aussieht, auch von Imperialen.
Dann wurde das Schiff gekapert, so wie es aussieht. Jetzt haben wir die erste Bodenmission. Das heißt, es wechselt sich meistens ab zwischen verschiedenen Missionsarten. Bodenmission, Weltraummission, Flugmission, das werdet ihr noch später sehen. Und hier ist es so, diese Bodenmissionen sind meistens aufgeteilt in drei Abschnitte innerhalb eines Kapitels. Jetzt geht es weiter zum zweiten Abschnitt. Man kann ja auch ein bisschen die Bonus-Dinger, die abschließen für Bonus. Ich glaube, es bringt nur so ein bisschen, weiß nicht, was genau es bringt. Aber wahrscheinlich Bonuspunkte. Ihr seht schon, meine Energieleiste unten links ist schon ziemlich hoch runter. Ja, schon Danger. Das war früher nämlich nie so bei mir. Also, ich versuche schon wirklich gut zu schießen und trotzdem kriege ich auf den Sack ziemlich doll. Da kann man sehen, wie hoch der Schaden ist, in höheren Schwierigkeitsgrad. Ich frage mich ja, wie das wohl im extremen Schwierigkeitsgrad ist. Wie soll man das schaffen? Außer mit einer echten Railgun, mit einer Lightgun oder sowas. Ich weiß nicht, ob das unterstützt wird. Ich glaube nicht. So, dritter Abschnitt. Wir ballern uns durch. Kann ein bisschen Deckung gehen hier. Man kann sie auch drehen, was aber nicht so wirklich funktioniert. Mit Linkmaus und Rechtsmausbewegung. Oh Mann, ich bin gleich tot. Einer ist noch hier. Aber man klappt das Drehen bloß nicht so wirklich. Und ab und zu kommt so ein Wagen vorbeigefahren, wo man raufschießen kann, auch für einen Bonus, aber das ist immer Zufall, ob der kommt. So, einer noch. Aber ich finde es, wie gesagt, immer noch sehr schick einzusehen, das Spiel. Sowieso hat das Ding einen relativ guten Videocodec für seine Zeit gehabt. Nicht interlaced oder sowas. Ganz schön fies, wie die kaputt gehen. Und wir haben es geschafft. Wir sind tot, Leute. Jetzt beginnt die Flucht der Corellia-Star. Auch eine schwierige Mission, weil es die erste Mission ist, wo wir wirklich ausweichen müssen. Früher war das so die Mission, die mir das Genick gebrochen hat, weil es so empfindlich ist, diese Steuerung. Ihr seht, das ist eigentlich, ja, das ist auch noch invertiert und so. Gar nicht mehr gewöhnt heutzutage sowas. Man weiß auch nicht wirklich, was ausweichbar ist und sowas. Das ist eigentlich die Mission, die mit so einem schlechtesten Alter sind, finde ich. Man unglaublich mit Fingerspitzengefühl die Maus steuern. Ihr seht da, wie ich rumeiere, wie so bescheuert. Was geht? Der Schaden übrigens, der jedenfalls in niedrigen Schwierigkeitsgraden. Oh Gott, ich muss mich konzentrieren, es tut mir leid. Setzt er sich nach einer Zeit zurück, aber ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Momentan sieht es nicht so aus. Leider. Das ist echt schwammig. Aber diese Mission hat, glaube ich, das erste Rebel Assault, was ich nie gespielt habe, zu zugeben. Auch zu bieten, glaube ich. Oh Gott, seht ihr, ich bin schon am Sterben. Und ich glaube, für jede 10.000 Punkte gibt es ein Leben, oder? Oder 20.000 Punkte, oder 50.000, ich weiß nicht. Und dann habe ich 3 Leben. Oh Gott. So, damit ist das Fliegen erstmal geschafft. Jetzt gibt es wieder eine kleine Rail-Shooter-Einlage. Uiuiuiui. War echt schick immer noch, muss ich echt sagen. Hier muss man zwar auch ein bisschen ausweichen noch ein bisschen, wenn die Pfeile es anzeigen. Man kann aber auch eine Menge abwehren.
Ich fürchte, ich werde bald mein erstes Leben verlieren. Wie soll man diesem ausweichen, ne? Also ich muss die Kurve fliegen und muss zielen, das geht nicht, weil zielen und steuern hier das gleiche ist. Das kennen wir schon. Verzeihung. Erstes Bild, man hätte zwei Tasten gebrauchen müssen. Eine für Ausweichen, eine für Schießen oder fürs Geschütz. Oder muss ich gleich nach Kurve erwischen gehen? Da geht's auch. Es ist ja nicht so, dass ich nicht zielen würde, aber es ist einfach, extrem widerstandsfähig. Also manchmal hilft es hier bei dem Spiel echt nur auswendig zu lernen. Ich weiß ungefähr, wo die Route lang geht, selbst jetzt nach den zig Jahren aus dem Kopf ungefähr. Hier sollte man schnell die Dings wegschießen, die Tore. Ja, wie gesagt, man sollte sie schnell wegschießen. Selbst die Tore brauchen länger zum Kaputtgehen, das kann nicht wahr sein. Scheiße! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und runter. Oh Gott. Das war das genau. Aber wir haben es geschafft. Oh. Zwar ein Leben verloren, aber okay. Ich bin doch ein wenig stolz. Überschreit sich ja zum Glück überhaupt nicht. Proceeding as planned. Yes, Lord Vader. The field tests have been completed. In 12 hours, a fleet will stand ready at Imdar Alpha, where they'll be poised to lay waste to the rebels. Then I will look forward to witnessing our victory. Make way to Imdar Alpha. As you command, my lord. Recovered the mission recorders from the Corellian cargo vessel. We can now replay the full distress message sent from its pilot during the attack. If you'll observe. We've discovered information that's vital to the Alliance. The Empire has a hidden mining facility in the Belt of Ara. They're processing iridium ore to fuel some new weapon. Whatever it is, Darth Vader intends to use it to destroy the Alliance. Hurry, Rebel Patrol! We haven't much time! They're boarding us! Ah! I'm placing the fleet on red alert and dispatching a strike team to the Dryden Nebula. Its mission? Investigate the Belt of Ara. Find the Imperial Complex and disable its production capacity. Get to your fighters. And may the Force be with you.